Der lächelnde Fremde. Dieser Vorfall ereignete sich, als ich alt genug war, um allein zu Hause zu bleiben, aber ich immer noch relativ jung war. Zu dieser Zeit lebten wir in einer Seitenstraße, am unteren Ende der Hauptstraße, in einer mittelständischen Gegend. Damals war es eine kleine Stadt, welche langsam wuchs, mit einem kleinen Lebensmittelladen in der Stadtmitte. Also ein ruhiger Ort, in dem die Kinder von Sonnenaufgang bis zum späten Abend, wenn es bereits dunkel war, draußen spielen konnten, ohne dass die Eltern sich sorgen mussten. Zum besseren Verständnis, die Nebenstraße, in der ich lebte, war U-förmig, mit 8 Häusern darin und mit nur einem Ein- und Ausweg. Meine Freundin wohnte direkt gegenüber von mir, kurz bevor die U-Kurve kam. Wir waren beide 3 Häuser vom Ausgang entfernt. Die Hauptstraße war nicht stark befahren. Wir konnten dort Stunden spielen und begegneten nur unseren Nachbarn, die in der Seitenstraße fuhren. So leer war die Gegend um unsere Straße. Es kamen nur Anwohner oder Besucher vorbei. Es gab auch keinen weiteren Grund, die Straße zu nutzen, denn es gab wesentlich kürzere Wege zu den Häusern außerhalb unserer Straße. Was ich noch sagen sollte, ist, dass die Eltern meiner Freundin nicht gerade freundlich waren. Sie hassten es, Besuch zu bekommen, also spielten wir nur bei mir oder im Innenhof. Das wird im Verlauf der Geschichte wichtig. Es war Halloween und ich hatte beschlossen, zu Hause zu bleiben und mit meiner Freundin von gegenüber, nennen wir sie Ashley, nur bei unseren Nachbarn zu klingeln, um Süßes oder Saures zu rufen. Es war bereits spät abends, die Kinder waren mittlerweile nach Hause gegangen und die Straßen waren bis auf uns absolut leer. Meine Familie war früh am Abend in eine bessere Gegend gefahren, wo man bessere und größere Süßigkeiten bekommen konnte. Im Anschluss wollten sie noch zu Freunden und würden erst spät nachts nach Hause kommen oder die Nacht woanders verbringen. Ich hatte keine Lust, mit meinen jüngeren Geschwistern und ihren Freunden zu spielen. Ich wollte mit Ashley abhängen. Also fragte ich, ob ich allein zu Hause bleiben durfte. Meine Mutter stimmte zu, aber ich musste ihr versprechen, dass sobald Ashley da war, ich die Tür absperren würde. Ich stimmte zu. Es war 10 oder 11 Uhr in der Nacht. Wir ließen den Abend zusammen ausklingen und warteten darauf, dass ihre Eltern riefen, damit sie nach Hause kamen. Ashley und ich saßen auf dem Bordstein vor meinem Haus und redeten, was in unserem Alter relativ normal war. Da bemerkten wir diesen Mann, der an unserer Straße vorbeilief und sich umsah. Er bremste ab, als er uns bemerkte. Während er langsam weiterlief, starrte er uns an. Das war nichts Besonderes, aber es war irgendwie seltsam. Ich erinnere mich noch genau daran, wie er aussah, weil die Situation einfach so seltsam war. Da in unserer kleinen Stadt jeder jeden kennt und ich den Fremden nicht einordnen konnte. Er war ein weißer, durchschnittlicher Mann mit Bierbauch. Es war dunkel, aber unter dem Licht der Straßenlaternen konnte ich ihn erkennen, als er lässig an unserem Straßeneingang vorbeilief. Er kam definitiv nicht von hier. Ashley fragte, ob ich ihn kannte, und ich schüttelte nur den Kopf, bevor wir unser Gespräch fortsetzten. Irgendetwas an diesem Mann brachte sie dazu, ein Auge auf die Gabelung der Straße zu haben. »Der kommt ja wieder«, sagte sie, als er wieder vorbeilief. Wieder und wieder und wieder. Der Mann war nicht gekleidet wie ein Jogger oder jemand, der einen längeren Spaziergang plante. Er trug eine hellbraune Jacke, dunkelblaue Jeans und Stiefel, die ziemlich schwer aussahen, fast wie Arbeitsschuhe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand die für einen langen Spaziergang trägt. Doch wir dummen Kinder ignorierten diese komischen Merkmale. Bis er das 5. Mal vorbeilief. Denn da flippten wir aus. »Hey, da war er schon wieder«, sagte Ashley und runzelte die Stirn. Ich hatte dem Eingang den Rücken zugedreht, weil ich gerade mit ihr sprach. Er lief nicht mehr. Lässig stand er unter dem Licht einer Straßenlaterne, direkt am Beginn unserer Straße. Er starrte herüber. Ich erinnere mich, wie seltsam er seine Hände in die Jackentaschen steckte, immer bemüht, normal zu wirken. Doch er starrte mich durchgehend an. Wir erschraken uns zu Tode, als er sich auf den Straßen umsah und dann seinen Blick sofort wieder an mich heftete, als er begann, unsere Straße vorbeizulaufen. Irgendwas sagte mir, dass wir hier verschwinden sollten. Er sah wirklich nicht gruselig aus, eher wie ein ganz normaler weißer Vorstadtsvater.
Es waren seine Augen. Sie starrten mich durchgehend an. Ich hab genug. Lass uns reingehen, bevor er zurückkommt, flüsterte Ashley, bevor wir aufstanden. Ich war die Art Freundin, die wie eine Mutter für alle war. Mir war es wichtig, dass alle sicher zu Hause waren, bevor ich mich um mich selbst sorgte. Du ahnst wahrscheinlich schon, wohin das führt. Ich begleitete sie zu ihrer Haustür, bevor ich selbst heimging. Alles war in Ordnung. Ich rannte schnell über die Straße zu meiner Haustür. Ich war schon froh, endlich in Sicherheit zu sein. Ich drehte den Knauf an meiner Tür. Ich beeilte mich, denn ich wollte einfach in die Sicherheit unseres Hauses, als ich merkte, dass der Knauf sich nicht drehen ließ. Ich weiß noch, dass ich den Atem anhielt, während ich versuchte, die Tür zu öffnen. Da dämmerte es mir. Ich hatte keinen Haustürschlüssel. Die Tür war nie verschlossen, außer wenn wir nachts schliefen. Damals gab es noch keine Handys. Ich war ausgesperrt und hatte keine Möglichkeit, meine Eltern zu erreichen. Ich brach in Panik aus. Ich war ausgesperrt, während draußen dieser gruselige Mann herumlief. Ich hatte solche Angst. Ich trat einen Schritt zurück und versuchte, mich zu beruhigen, als mir die Idee kam, durch den Garten zu gehen und die Schiebetür der Terrasse zu öffnen, welche nicht verschlossen sein sollte. Ich lief von der Haustür weg und in Richtung der Gartentür. Das war mein Plan. Ich weiß, dass ich erschrocken stehen blieb und die Luft aus meiner Lunge wich, als ich bemerkte, dass der Mann wieder am Anfang unserer Straße stand. Es war unmöglich, dass er die komplette Seitenstraße durchquert hatte und nun schon wieder hier war. Er musste nur so getan haben, als ob er spazieren war. Seine Augen blitzten auf und er begann zu lächeln, als er merkte, dass ich immer noch draußen war. Er hob die Hand, um mich zu grüßen, bevor er begann, auf mich zuzulaufen. Ich erinnere mich daran, dass Ashleys Haus das einzige war, welches den Eindruck erweckte, dass jemand zu Hause war. Und ich brauchte dringend einen Erwachsenen. Ich rannte so schnell ich konnte und sprang die Steinstufen vor der Tür hinauf. Ich bebte vor Angst und drückte immer wieder die Klingel. Ashley öffnete die Tür, verwirrt über meinen panischen Gesichtsausdruck. »Ich bin ausgesperrt, Ashley, und er kommt!« schrie ich, während ich versuchte, mich an ihr vorbeizuquetschen. »Ich muss erst meine Mama fragen.« Diese Worte ließen mich verzweifeln, als sie schnell die Tür schloss. Wahrscheinlich, weil ich erkannte, dass auch sie mich verließ. Ich weinte, als sie mir die Tür vor der Nase zuschlug. In Panik drehte ich mich um zu sehen, wie nah der Mann gekommen war, während ich ihm den Rücken zugedreht hatte. Er war die Straße weiter entlang gelaufen, während ich gehofft hatte, eine offene Tür zu finden. Mittlerweile war er nur noch 1,5 Häuser entfernt. In der Sekunde, in der ich zu ihm hinübersah, stoppte er und begann damit, über die Straße auf mich zuzurennen. Ich weiß noch, dass ich mich halb umdrehte, um wieder die Klinge zu drücken. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, bis Ashley die Tür öffnete. Ihre Hand griff meinen Arm und sie zog mich nach drin. Gleich darauf schlug sie die Tür zu und verschloss diese. Ich war in Tränen aufgelöst, als sie mich nach innen zog. Ich weiß, dass wir uns beeilten, zum Fenster zu kommen, um ihn zu sehen. Er stand dort, wo ich noch vor wenigen Sekunden gestanden hatte, und starrte mich wütend an. Ich sah, dass sein Brustkorb bebte, als er langsam vom Haus meiner Freundin zurücktrat und wieder auf den Bürgersteig ging. Er steckte seine Hände in die Taschen, wandte sein Gesicht ab und verließ unsere Straße. Danach waren meine Erinnerungen undeutlich. Ich brach weinend in Ashleys Arm zusammen. Ihre Mutter kam, um zu helfen, weil sie merkte, dass was damals Ernstes los war. Sie rief die Polizei, welche meine Aussage aufnahm. Ich blieb bei Ashley, bis meine Eltern nach Hause kamen. Kurze Zeit nachdem die Polizei gegangen war, brachte Ashleys Vater mich nach drüben und meine Mutter umarmte und küsste mich panisch, während sie mir sagte, dass mein 8-jähriger Bruder die Tür verschlossen haben musste, weil er Angst vor bösen Typen hatte. Ich glaube nicht, dass ich danach nochmal allein zu Hause geblieben bin, bis wir Jahre später in eine neue Stadt zogen. Ich erinnere mich immer noch an den Tag. Ich kann die Absicht des Mannes immer noch nicht nachvollziehen. Wollte er mich entführen oder Schlimmeres? Bis heute finde ich keinen plausiblen Grund. Ich bin bis heute paranoid, wenn ich nachts draußen bin. Besonders bei lächelnden Fremden.